Ihr lieben Zuschauer auf der ganzen Welt, ich grüße euch an diesem Montag auch wieder aus dem heiligen Tal der Inkas, aus Peru, aus Pisac, wo ich mit meiner Familie ja seit über einem Jahr mittlerweile lebe. Und ich begrüße Selina, mit der ich heute wieder unser wöchentliches Gespräch habe. Hallo, liebe Selina. Hallo, lieber Oliver. Schön, dass wir uns wieder Zeit nehmen dafür. Ich freue mich sehr. Wir wollen heute über Leuchttürme sprechen. Das ist auch das Thema unserer Sendung. Aber bevor wir damit einsteigen, möchte ich dich gerne fragen, Selina. Du hast mir erzählt, dass du ab morgen, ab 1. Dezember, einen Adventskalender machst. Erzähl doch mal, was du da tust. Ja, das ist total passend zu unserem Thema heute, wenn wir über Leuchttürme sprechen, weil ja, ich vorhabe etwa ein großes Geschenk in die Welt jetzt hinauszulassen in Form eines Adventskalenders, wo ich den ich adressiere an die Leuchttürme unserer Welt, die jetzt in diesen Tagen, sage ich mal, zu ihrer Größe und zu ihrer Wahrheit und zu ihrer Angebundenheit stehen und dadurch andere Menschen helfen und begleiten in diesen wilden Zeiten der Transformation, dass ich dort meinen Kanal, meine Anbindung jeden Morgen etwa eine halbe Stunde lang öffnen möchte, damit wir Leuchttürme uns verbinden und uns gemeinsam vom großen morphogenetischen Feld der Angebundenheit, der göttlichen Bewusstheit aufladen und nähren können. Genau. Und es geht morgen schon los. Und ich bin schon ganz aufgeregt und freue mich sehr. Bin gespannt, was da passiert. Da unten findet ihr dann den Link. Du machst es auf Instagram oder wo machst du das? Instagram und in meiner Facebook-Gruppe. Mhm. Wow. Genau. Also wir verlinken das hier unter dem Video am besten. Genau. Sehr schön. Ja. Das Thema Leuchttürme für heute. Ja, sag du doch mal zu deiner Erfahrung als Leuchttürme. Ja, wir haben so ein bisschen Tonstörungen, merke ich. Also es hängt so ein bisschen, ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch gerade angefangen zu reden und habe gar nicht gehört, dass du auch redest. Wir übergeben uns jetzt einfach den Ball immer so ganz geschickt, dass der andere weiß, dass der eine fertig ist. Im schlimmsten Fall sagen wir over, wie beim Funken. Over. Okay. Ja. Ich wollte eigentlich so ein bisschen anfangen mit Jammern, aber dann war es schön, dass du erstmal über deinen Adventskalender gesprochen hast. Was meinen wir eigentlich mit Leuchttürmen? Es gibt viele so Bezeichnungen wie Krieger des Lichts, wo mir zu viel Krieg drin ist. In diesen Zeiten, wo wir Menschen aufwachen dürfen, gibt es einige, die schon etwas wacher sind als andere. Was ich aber nicht jetzt als Auszeichnung empfinde oder als arrogant, als ich bin toller als wie ihr, so ungefähr, sondern einige müssen halt ein bisschen schon weiter voran sein und damit ist halt auch eine Verantwortung verbunden. Das heißt, wenn ich schon mehr sehen kann, wenn ich das Weltgeschehen schon etwas besser einordnen kann und schon weiter hinter den oder besser hinter den Schleier gucken kann als andere, ist es eigentlich eine Verantwortung, eine Aufgabe. Anderen das dann aufzuzeigen. Und ich empfinde das in den letzten Monaten als mitunter sehr, sehr schwer. Viele wollen nicht aufwachen. Viele, das ist wie wenn ich meine Tochter morgens um 7 wecke und sage, Schule geht los. Und dann dreht sie sich um und sagt, nein, nein, die Schule geht nicht los. Heute ist keine Schule. Dann sage ich, doch, heute ist Schule. Das ist so, nein, ich will die Wahrheit nicht sehen. Ich will mich noch einmal umdrehen und noch mal schön in meinem warmen Bett, in meiner warmen Komfortzone irgendwie bleiben. Und ganz oft, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, schlägt mir dann auch Wut entgegen. Manchmal sehr unter der Gürtellinie, wo ich merke, wow, jetzt bin ich vielleicht auch ein bisschen zu weit gegangen. Vielleicht habe ich mein Licht oder das Licht, was durch mich durchstrahlt, noch zu hell eingestellt oder vielleicht muss ich da etwas behutsamer umgehen. Und die Sendung ist ja vor allen Dingen für all die Leuchttürme da draußen gedacht, dass ihr wisst, ihr seid nicht allein mit dem Frust, den ihr bestimmt auch oft habt, mit dem Kummer, manchmal mit der
Ich habe manchmal Tage, da sage ich, ich höre auf, ich habe keine Lust mehr. Ich habe einfach keine Lust mehr. Wenn Sie nicht aufwachen wollen, in Gottes Namen, dann sollen Sie auch nicht aufwachen. Und dann habe ich wieder Tage, wo ich denke, wow, da konnte ich wieder jemanden inspirieren. Und dann treffe ich natürlich auch wieder auf Leuchttürme, die mich ein Stück weit auch wieder aufwachen lassen, wo ich merke, wow, auch ich kann wieder was dazulernen. Und das sind dann die sehr schönen Momente. Hast du auch manchmal so dunkle Momente, wo du denkst, ich schmeiße jetzt alles hin, ich habe keinen Bock mehr? Ja, definitiv, definitiv. Also ja, ich bin schon auch wie du, lieber Oliver, viele Jahre jetzt auf dem Weg eines Leuchtturmes unterwegs und ja, bin schon jetzt längere Zeit diesen Weg gegangen, dass ich über diesen Moment sozusagen aufgeklärt mein Bestes jeden Tag gebe, damit ich ja, wie so meinen Job tue, auf dass das Bewusstsein jetzt sich ausbreitet, dass jetzt der Zeit eines großen Wandels anfängt und der halt bei jedem Einzelnen anfängt. Und ich habe sehr viele schöne Erfahrungen sammeln dürfen, gerade so in meiner Seminarvergangenheit und auch die Ausbildung, die ich geleitet habe, was ja eigentlich auch eine Ausbildung zum Leuchtturm ist, habe ich wundervolle Sachen erlebt. Aber natürlich ist da das Besondere, dass natürlich diese Menschen direkt zu mir kommen. Also sie lesen Taguari, mein Erstlingswerk meistens, gehen auf meine Webseite, buchen dann Seminar. Dann sind sie da, weil sie unbedingt von mir lernen wollen. Das ist natürlich eine Ausgangsvoraussetzung, die für einen Leuchtturm nicht schöner sein kann. Und dann funktioniert es auch, dann können wir auch, glaube ich, also das wirst du bestimmt auch bestätigen können, dann kann man gut leuchten und kann man gut diese Funken in den anderen entzünden, auf dass er auch beginnt zu leuchten. Und herausfordernder ist es dann natürlich zum Beispiel in unserem privaten Umfeld, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, wo, ja, also zumindest habe ich das in den letzten Jahren oft als unglaublich krassen Kontrast wahrgenommen, wenn dann so ein Wochenende mit meinen Ausbildungsleuten zu Ende war und dann kam, ja, die Nachbarschaft und meine Familie und ja, es waren einfach so krasse, also so ein Welten. Also so eine Reibung zwischen zwei vollkommen verschiedenen Welten. Und es war auch sehr herausfordernd für mich. Zum Glück ist es immer ein bisschen besser geworden, damit umgehen zu lernen und auch zu akzeptieren, dass es Menschen in meinem Umfeld gibt, die definitiv noch nicht bereit sind dazu, zum Leuchtturm erwacht zu werden, erweckt zu werden oder selbst sich zu erwecken. Es gibt viele Menschen noch, die da einfach sich geschlossen halten und es ist sehr herausfordernd, gerade wenn man diese Menschen ja in seinem direkten Umfeld hat. Ne? Es ist auch für mich definitiv sehr herausfordernd gewesen. Ja, Ja. und es heißt ja nicht, dass wenn ich jetzt ein Leuchtturm bin oder mich als Leuchtturm empfinde, dass mein Licht die unbedingte Wahrheit ist, ne? Sondern das ist ja nur meins. Und das war für mich eine Lektion oder auch ein Lernprozess, dass das, was ich zu vermitteln habe, und das können Informationen sein, das können Gefühle sein, das kann eine Energie sein, die sich über die Stimme überträgt. Das ist nicht für jeden geeignet. Das ist auch nicht für jeden die richtige Wahrheit, sondern wenn ich als Leuchtturm ein Licht ausstrahle, biete ich es an. Ne? So wie der Apfelbaum bietet seine Äpfel an und wer Hunger auf einen Apfel hat, der isst den Apfel und wer keine Äpfel mag, der nimmt sie halt nicht. Und es ist völlig okay. Das heißt, ich strahle mein Licht da raus in die finstere Nacht, warne die Schiffe vor den Klippen und die Schiffe können das Angebot annehmen oder eben nicht. Und am Anfang war das für mich sehr schwer, wenn jemand das Angebot nicht annehmen wollte. Ja, das war dann fast so ein bisschen wie verletzter Stolz oder so. Ja, warum will der das jetzt nicht haben? Ich biete es doch an. Warum kriege ich denn nicht ständig Dankbarkeit von den Leuten entgegengestreckt?
zu lernen, dass ja, das Licht, was ich anbiete, das ist für einige bestens geeignet, für einige perfekt. Andere nehmen sich einen Teil aus diesem Licht raus und sagen, das bringt mich jetzt wieder weiter. Und andere sagen, nee, das ist nicht das Licht, was ich jetzt gerade brauche. Das ist völlig in Ordnung. Und das war für mich schwer am Anfang, zu geben, rauszugeben, rauszustrahlen, ohne irgendetwas zu erwarten. Ohne irgendeine Erwartung, also bedingungslos quasi, das zu geben. Und ich hatte in der Yahre-Zeremonie in Bogota, hatte ich eine schöne Lektion von Mami Yahre. Die hat mir mit einer Geste was beigebracht. Auf einmal hat meine Hand angefangen, so zu machen. So, und dann sage ich, oh Mami Yahre, was ist denn los? Und dann sagt sie, gib mal was. Tu mal so, als ob du jetzt jemandem was schenkst. Dann habe ich so, okay, ich gebe was. Dann hat sie gesagt, so, wann kommt die Freude? Die Freude ist, wenn der andere es entgegennimmt, wenn ich die Dankbarkeit in seinen Augen sehe. Versuch mal, die Freude vorher zu empfinden. Das ging eine halbe Stunde, bis ich gemerkt habe, in diesem Akt, in dieser Bewegung, in diesem Moment muss ich die Freude empfinden. Und wenn ich sie da empfinde, dann ist es mir egal, ob der andere dankbar ist, ob er sich darüber freut. Klar freut es mich, wenn er sich freut. Aber mein Herz schlägt wie wild in dem Moment, wo ich gebe. Und dann fertig. Und das hat mir ja sehr weitergeholfen in diesem Leuchtturm-Dasein, wo ich auch gemerkt habe, dann habe ich auch keine Frustration mehr. Weil ich freue mich darüber, dass ich etwas empfangen darf. Es ist ja letzten Endes nicht mein Licht, sondern es ist ja ein größeres Licht, was einfach durch mich durchscheint. Und in dem Moment, wow, ich darf was weitergeben. Das ist ja toll. Und wenn es jemand nimmt, super. Und wenn es keiner nimmt, ist es genauso super. Das ist schön. Das kommt jetzt auch nochmal, kommt auch nochmal zu mir die Bewusstheit, was eigentlich dieses Leuchtturm-Dasein eigentlich ist. Ne? Das ist wirklich, also für mich persönlich bedeutet Leuchtturm sein, ja, in dieser Angebundenheit zu sein, in der alles da ist, was ich brauche, damit ich leuchte, damit es mir gut geht, damit ich glücklich bin und mich in Fülle fühle, ja, und in Freude und also angebunden mit dem, wie ich immer sage, mit der Wirklichkeit oder mit der Wahrheit. Ne? Wir sind ja dabei, uns gerade sozusagen kollektiv aus dieser Illusion der Dualität herauszubesinnen und herauszuerwachen, um wieder in diese Wahrheit zurückzufinden. Das ist ja ein spannender Prozess, weil die meisten Menschen davon noch gar nicht informiert worden sind so, und es gar nicht so bewusst haben, dass es darum gerade geht. Und wie du vorhin sagtest, ein Leuchtturm ist ein Weg, ist den Weg in einem etwas schnelleren Tempo schon ein bisschen vorausgegangen. Ja. Ne? Aus dieser Dualitätsillusion in dieses Wirklichkeitsfeld, in dieses Feld, wo ja, die Einheit schwingt und die Freude und die Leichtigkeit, die Freiheit ist. Und die Leuchttürme durften da schon so ein bisschen in einem schnelleren, oder sie sind einfach entweder eher losgegangen oder waren schneller dorthin unterwegs, um jetzt ein bisschen zurück, immer wieder zurückzulaufen und Menschen durch dieses, ja, durch diesen Schimmer, der die Wirklichkeit in uns wach macht, die anderen Menschen an ihren eigenen Schimmer, in den inneren Schimmer zu erinnern. So sehe ich das. Und das ist auch so ganz fernab von irgendwelchen Dogmen oder Lehren, die irgendwie jetzt weitergegeben werden müssen. Irgendwelche Schriften, die man lesen muss oder die man auswendig sogar lernen muss oder so. Ne, das ist etwas, was sehr individuell, jeder einzelne Leuchtturm macht es, also nach meiner Erfahrung, auf seine ganz eigene individuelle Art und Weise, dieses sich erinnern an den eigenen Schimmer. Und ja, und gleichzeitig freue ich mich total, jetzt, es war auch für mich eine Motivation, mich mit dir immer zu treffen, weil es einfach so großartig ist und so hilfreich ist, wenn sich zwei Leuchttürme oder mehrere Leuchttürme einfach connecten und miteinander leuchten. Ne? Weil die Leuchttürme sind derzeit immer noch, und es ist leider schon ganz schön lange so, sehr alleine stationiert in einem Ort, wo erstmal sie leuchten dürfen. Und ganz oft nicht wirklich als Nachbar noch ein Leuchtturm wohnt und so. Und ich habe da, ich weiß nicht, wie es dir geht, Oliver, ich habe damit lange Zeit im Argen gelegen und habe
geschimpft mit den Jungs von der anderen Seite sozusagen, also und mit der geistigen Welt geschimpft, dass ich mich so alleine fühle und warum nicht einfach, ne, hier jemand, der das mit mir zusammen macht, weil ich, ja, und dann durfte ich immer und immer wieder sehen und erkennen, wenn ich tanze, ja, dass das nun mal so ist, also ein Leuchtturm reicht erstmal, wenn man es von oben ganz nüchtern, neutral sich anschaut, ne, ein Leuchtturm weit und breit ist erstmal genug und die Zeit wird kommen, wo dann die Vernetzung besser wird und dann auch die Leuchttürme näher zusammenrücken und irgendwann darf es dann ganze Leuchtturm-Camps geben, aber ich glaube, bis dahin müssen wir noch ein bisschen durchhalten und geduldig sein und ja, uns immer wieder jetzt auf diese Art miteinander verbinden, um uns gegenseitig zu unterstützen. Ja, wenn du eine sehr lange, gefährliche Steilküste hast und hast nur 10 Leuchttürme, aber die Küste ist 1000 Kilometer lang, dann machst du halt nicht 10 Leuchttürme an einen Fleck, sondern machst du halt alle 100 Kilometer einen Leuchtturm. Ja. Ich weiß noch früher, als ich noch in dem Leben als Werbefilmer unterwegs war, da gab es dann immer schön so Werberstammtisch oder so Messen oder so, wo sich dann die ganzen Werber getroffen haben. Und da konnten dann alle jammern. Das gibt es wahrscheinlich in jeder Berufsgruppe. Das war so richtig schön. Da konntest du, ah, ist bei deinem Kunden auch so blöd? Ah, hör mir auf, wenn der Kunde dann wieder anruft, muss ganz schnell gehen. Ah, hör mir auf. Und dann schreiben sie wieder ASAP, as soon as possible. Und da konnte man so schön lästern und jammern. Und man hat sich aber verstanden gefühlt. Man hat gemerkt, da sind andere, denen geht es genauso. Das ist nicht irgendwie meine Schuld oder ich bin da allein, sondern guck mal, den anderen Werbern geht es genauso. Aber irgendwie gibt es noch keine Leuchtturmstammtische. Es wäre schön, ja. wenn wir uns noch besser vernetzen würden und ja, dann auch mal, ja, so wie wir beide jetzt auch drüber sprechen, wie schwer es manchmal ist und wie frustrierend es sein kann und auch über die eigene Unsicherheit. Es ist ja nicht so, dass du da stehst und sagst, ich verbreite mein Licht und mich kann nichts umschmeißen. So Tage gibt es und dann hast du wieder 2, 3 Tage, wo du denkst, oh Gott, was mache ich hier eigentlich und bringt es überhaupt was und ist es überhaupt das richtige Licht, was ich da ausstrahle? Und schaffe ich das überhaupt, mein Licht jeden Abend einzuschalten? Und dann machst du 2 Wochen, machst du das Licht gar nicht mehr an. Und dann steht der Leuchtturm ganz dunkel auf der Klippe. Und wenn Schiffe vorbeifahren, denkst du, eigentlich sollte ich jetzt Licht anmachen, aber ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin ja ausgebrannt, wäre wahrscheinlich das richtige Wort. Aber das ist dann auch okay, weil letzten Endes, ja, hast du ein gewisses Lichtbudget. So, ja, und das kannst du ausstrahlen. Und wenn du genug gestrahlt hast, dann musst du vielleicht auch wieder ein paar Tage oder Wochen dunkel sein, um neue Kraft zu schöpfen, um vielleicht auch an dir zu arbeiten, um ein anderes Licht auszustrahlen, was dringender benötigt wird als das alte Licht, was du hattest. Ja, also ich finde, also eigentlich könnte ich jetzt ganz viel dazu sagen, was du sagst. Ich fange jetzt mal bei dem einen Thema an, was am Ende jetzt so aufpoppt, wenn ich dir zuhöre. Ich glaube, ein Thema ist so, so wichtig für alle Leuchttürme und das ist das Thema der Selbstfürsorge oder wie ich immer wieder sage, der radikalen Selbstfürsorge. Wir können nicht Leuchtturm sein. In diesen Zeiten haben wir nicht uns schon rausgewunden an dieser alten Programmierung, dieser ja, sage ich mal, Sklavereigesellschaft, in der wir groß geworden sind, wo es immer nur darum ging, ne, gebe schön zu den anderen, gebe schön, gebe schön. So ein Leuchtturm kann nicht länger als 2, 3 Wochen überleben. Wir müssen uns da rauswinden und uns hin und wieder von unserem Verstand als Ego-Schwein oder so beschimpfen lassen vielleicht, um dann weiterzugehen und zu sagen, so, ich will Leuchtturm sein, ich will langfristiger Leuchtturm sein, deshalb darf ich jetzt lernen, jeden Tag mich selbst zu versorgen mit den Dingen, die für mich gut und wichtig sind, dass ich glücklich sein kann, dass ich das Gefühl habe, dass alles da ist, was ich brauche und dass ich auch immer die Räume bekomme, um wirklich auch, sage ich mal, meine Tools anzuwenden, die ich brauche, damit ich in meiner Anbindung stehe, ja, mit meinem göttlichen Anteil in Verbindung bin, also online bin sozusagen, in der feinstofflichen Dimension angeschlossen und das ist einfach etwas unglaublich Wichtiges und das ist auch ein Thema, was, glaube ich, für diesen zukünftigen Leuchtturm-Stammtisch, den vielleicht ja wir beide irgendwann mal ins Leben rufen, ich würde ihn als Programmpunkt Nummer 1 vorschlagen, in unsere Satzung mit aufzunehmen, weil das ist eine never-ending Story,
die jeden Tag wirklich in Erinnerung zu rufen ist und jeden Tag nicht nur, ah ja, stimmt, so geistig verstanden zu werden, natürlich, ich muss das machen, aber jetzt mache ich erstmal hier die To-Do-Liste und ich keine Ahnung, sondern es geht ja wirklich darum, dass wir den Mut dazu haben und die Ausdauer und die Zähigkeit, jeden Tag diese Dinge wirklich zu tun. Sonst können wir keine Leuchttürme sein. Es funktioniert einfach nicht. So. Ja, das ist ein unglaublich wichtiges und tiefgehendes Leuchtturmthema, finde ich. Ja, und ich bin da auch schon, wenn ich da mal kurz so ein bisschen persönlich noch was dazu aus meinem Weg plaudern darf. Das ist auch eines meiner großen Herausforderungen, merke ich immer wieder. Schon alleine auch durch meine Mama sein. Ich habe ja auch einen Sohn. Und ich merke auch, dass dieses Mama-Feld, ja, wenn wir jetzt wieder von der feinstofflichen Sichtweise ausgehen, dieses feinstoffliche Mama-Feld, was alle Mamas miteinander verbindet, ist ziemlich, ja, es zieht uns ziemlich in die entgegengesetzte Richtung der radikalen Selbstfürsorge. Und es ist sehr herausfordernd und gleichzeitig auch so wichtig, da wirklich immer wieder jeden Morgen seine Füße auf den Boden zu setzen und zu sagen, okay, I go for the new und ich, ne, ich werde jetzt die Mama sein, die wirklich versucht, ne, neben der Fürsorge für ihre Kinder, erstrangig erstmal mich zu dem strahlenden, glücklichen Wesen zu machen, was ich sein darf, um zum Beispiel auch eine gute Mama zu sein, ne? Und wenn man eine Leuchtturmmama ist, ist nach dem, was ich so lernen durfte und erfahren durfte und nach all den Schulungen, die ich auch durch die geistige Welt bekommen habe, die richtige Reihenfolge der neuen Zeit: erst radikale Selbstfürsorge, dann Kinder und dann Leuchtturm sein. So für mich jetzt. Ja, es muss nicht eure Wahrheit sein, jetzt für alle, die da jetzt zuhören. Aber mir wurde das immer wieder gezeigt. Es ist nicht andersrum möglich. Ich kann nicht erstmal nur, ne, irgendwelche Programme rausgeben mit meinen Klienten, da leuchten, 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 dabei meine Kinder vergessen oder mich selbst. Das geht früher oder später nach hinten los. Und ja, und die Nachricht, die ich auch immer wieder reinkriege, ist, wir sind ja gerade erstmal am Anfang. So, der wilden Transformationsjahre. Es geht ja gerade erst los. Also wir haben noch einen guten Zeitraum zu überbrücken, bevor das Neue dann wirklich losgehen kann. Also wir brauchen, wenn ich jetzt mich an meine sportwissenschaftliche Bildung erinnere, wir brauchen eine gute Kraftausdauerfähigkeit im Leuchtturm-Dasein. Ja. Und das bedeutet, wir dürfen uns gut nähern, jeden Tag, immer wieder, nähern, nähern, nähern. Ich erinnere mich, du hast recht und ich merke, indem ich dir zuhöre, dass ich die letzten Wochen auch zu wenig auf mich Acht gegeben habe. Und ich erinnere mich, als wir unseren Dokumentarfilm über Tierrechte, Citizen Animal, vor 3 Jahren gedreht haben, dass immer wieder, wenn wir in solchen Tierrettungsstationen waren, irgendwelchen Gnadenhöfen, immer wieder haben die Leute uns gesagt, das Allerwichtigste ist, dass wir erstmal auf uns selber Acht geben. Denn wenn wir zusammenbrechen eines Tages, wie können wir denn dann noch für unsere Tiere da sein? Es geht ja nicht mehr. Und bei einem Tierrettungsverein, die haben sogar ihren Mitarbeitern Zwangsurlaub verordnet. Und die haben gesagt, es muss sein, weil die würden immer weitermachen und immer weitermachen. Und wir sagen denen dann so, du hast jetzt 4 Wochen Urlaub. Du darfst jetzt an keinem Projekt mehr arbeiten. Wir wollen dich jetzt 4 Wochen lang hier nicht mehr sehen. Du darfst nichts machen. Und die Frau, mit der ich damals gesprochen habe, die hat gesagt, das ist extrem wichtig, weil die klappen sonst zusammen, die Leute. Und ja, dann kannst du ja nichts mehr ausrichten. Wie willst du helfen? Wie willst du anderen ein gutes Beispiel sein oder für andere leuchten, wenn es in dir selber total, total düster ist? Also wenn diese Scheinwerfer von deinem Leuchtturm, wenn die total verdreckt sind und halb kaputt, dann strahlst du halt kein Licht mehr. Und dann ja, musst du in so eine Wartungsphase quasi gehen. Total. Schreibt doch mal, das fällt mir gerade noch dazu ein,
Benutzen wir doch mal die Kommentarfunktion unten als Kummerkasten heute, als Kummerkasten für alle Leuchttürme. Schreibt doch mal, was ihr für Kummer habt, was ihr euch von der Seele schreiben wollt. Schreibt auf eine nette Art und Weise bitte, aber ja, holt euch mal aus. Sagt mal, wie es euch gerade geht in diesem Dasein als Leuchtturm. Oder schreibt mal, was euch an Leuchttürmen vielleicht stört. Was euch nicht gefällt, wenn jemand ein Leuchtturm ist und sein Licht verbreitet, was euch da vielleicht auch auf die Nerven geht. Machen wir doch mal hier einfach jetzt so hier unten einen großen Kummerkasten auf, wo sich jeder mal von der Seele, bitte auf eine nette Art und Weise, von der Seele schreiben darf. Ja, und auch natürlich, was mich auch immer wieder interessiert, weil dieses Thema für mich immer so Number One ist, was tust du denn als Leuchtturm jeden Tag für dich, damit du für dich, für deine Familie und für alle anderen strahlen kannst? Ne? Was tust du, um dich jeden Tag gut zu nähren? Und das ist auch immer wieder so wichtig, dass wir uns da gegenseitig an diese Dinge erinnern. Und für mich, das wollte ich vorhin schon sagen, ist es auch so wichtig, dass wir uns da wirklich darüber bewusst sind, dass, und das hast du vorhin so gesagt in deiner Yahe-Story, für die jetzt nicht mit der kolumbianischen Formulierung oder diesem kolumbianischen Namen dieser Pflanze vertraut sind, das ist Ayahuasca, ja, in anderen Ländern, eine hohe Pflanzengottheit, eine hohe, hochschwingende Medizin. Die mich jetzt gerade ein bisschen wegtransportiert und ich jetzt den Faden verliere. Aber was ich sagen wollte ist, dass ja, es so wichtig ist, dass wir in diese Bedingungslosigkeit reinkommen, ne? Wie du das vorhin so schön gesagt hast und wie Mama Yahe dir das erzählt hat, dieses, bevor du etwas gibst, ne, dass du dann schon in die Freude kommst, darüber, dass du halt, ne, diese Verbindung hast, diese Verbundenheit hast und dieses Strahlen hast, was du jetzt teilen darfst. Und es ist erstmal ganz egal, was dein Umfeld damit macht. Ne? Manche laufen weg, manche bleiben stehen, manche schmeißen sich hin und fangen an, irgendwie laut zu schreien, andere jubilieren und klopfen dir auf die Schulter und sagen, Oliver, so toll, dass du das machst. Und es ist, glaube ich, auch eine wichtige Tugend eines Leuchtturmes zu lernen, dass das total scheißegal ist, was im Umfeld passiert, Hauptsache ich strahle. So. Und das ist keine leichte Übung, merke ich. Das ist überhaupt keine leichte Übung, weil wir darauf auch so konditioniert worden sind, ne, dass wenn ich was gebe, dann muss was zurückkommen aus der gleichen Richtung. Unser Verstand hat da unglaublich viele Bilder, so ein ganzes Fotoalbum, glaube ich, zusammengestellt, was alles passieren müsste, ne, damit es alles in Ordnung ist. Und wenn es dann nicht passiert, so wie das Fotoalbum sagt, dann, ne, geht es ganz schnell in so einem innerlichen Kampf dann rein, wo wir dann uns, ne, niederdrücken lassen von irgendwelchen komischen Gedanken, wie dass irgendwas nicht stimmen kann mit uns, dass wir vielleicht noch nicht so weit sind, dass wir noch nicht ready sind, wir sollten es doch anderen Leuchtturm überlassen und selbst mal schön die Schnauze halten und solche Sachen. Ja, das ist, es ist gar nicht so einfach, immer mal diese Phasen, die wir alle kennen als Leuchtturm. Und ich bin gespannt, was unsere Zuhörer heute mit uns teilen möchten. Oh ja, sehr. Ich habe neulich eine Grafik. Irgendwo auf Facebook war das. Und ob die Zahlen jetzt stimmen oder nicht, hat mir aber sehr gefallen. Das war so sinngemäß, 1% der Menschen auf der Welt sind die, die die anderen kontrollieren und versklaven wollen. Das sind die Bösen, sagen wir es jetzt mal so in Anführungszeichen. 4% sind deren Lakaien und Marionetten, die quasi alles steuern und ihre Gesichter hergeben. 5% sind die Leuchttürme, die versuchen, die übrig gebliebenen 90% aufzuwecken. Und aus diesen Zahlen habe ich zwei Sachen rausgenommen. Das eine, wir sind mehr. 5% ist mehr als 1 und auch mehr als 4. Und das andere ist, wenn wir 5% sind im Moment, mal angenommen, und wir müssen 90% aufwecken, dann reicht es, wenn jeder Leuchtturm 19 Leute auf den Weg bringt.
Also wenn ich 19 Leute auf den Weg bringe, bin ich eigentlich schon fertig. Und dann, wenn ich noch mehr mache, ist es so wie so ein Bonus oder irgendwas. Und ich hatte vor, als ich meine ersten Bücher angefangen habe zu schreiben, das war ein ganz kleiner Verlag. Und dann hatte ich irgendwie so mal, irgendwann hatte ich so 67 Bücher verkauft nach einem Jahr. Und dann habe ich damit gehadert und dachte, oh, ich wollte doch Menschen mit dem Thema Tod, darum ging es damals in der Novelle Audrey und der Tod, die Menschen mit dem Tod auszusöhnen und ein bisschen Bewusstsein für die Notwendigkeit von Tod zu schaffen. Jetzt habe ich nur 67 und guck, der so und so auf der Bestsellerliste, der hat schon ein paar Hunderttausend, der hat ein paar Millionen und da war ich voll frustriert und dachte, das macht alles überhaupt keinen Sinn, was ich hier tue. Und dann habe ich mal irgendwann die Pflanzen gefragt, wie deren Meinung dazu ist. Und gesagt, das ist doch ein Witz, was ich hier mache, oder? Und die Antwort war sehr weise und sehr einfach. Sie haben gesagt, Oliver, lieber einen Menschen im Herzen berühren, als eine Million zu belustigen. Und Wie das hat mir schön. sehr weitergeholfen. Dann dachte ich, ja, wow, Ja. die Anzahl spielt überhaupt keine Rolle. Habe ich jetzt, wird, werden jetzt unser Interview 7 Leute sehen oder 7.000 oder 7 Millionen. Es spielt letzten Endes keine Rolle. Wenn ein Einzelner sagt, wow, was die Selina und der Oliver da gemacht haben, irgendwie hat mich das weitergebracht, dann hat es sich schon gelohnt. Ja, wie schön. Ja, das andere ist einfach dieses Ego-Gequatsche, ne? Was aus dem wir halt kommen und was uns antrainiert worden ist in der alten Welt. Und das dürfen wir jetzt einfach wie so einen alten, zu schäbig gewordenen Pulli vielleicht einfach abstreifen und uns dann in das, ja, einfach in das schöne Glitzerhemd wieder wohlfühlen, wo wir wissen, dass das darauf nicht ankommt. Und das habe ich auch schon oftmals erfahren, so in meiner in meinen letzten Jahren, wo ich oftmals, also das Thema der radikalen Selbstfürsorge ist für mich ein sehr wichtiges Thema, aber auch der Umgang mit der Einsamkeit war immer wieder eine sehr große Prüfung für mich in den letzten Jahren. Da kann ich auch schon Bücher drüber schreiben, glaube ich. Vielleicht fange ich ja mal bald mit an, weil ne, nach deiner Theorie habe ich eigentlich meinen Soll schon erfüllt, glaube ich, mit meinen Büchern und auch mit der Ausbildung, wo ich ja intensiv Leute in ihr Leuchtturmdasein geführt habe. Und in den Zeiten, wo ich oftmals auch mit der Einsamkeit gehadert habe, habe ich auch oftmals erfahren, wie großartig die Tage sind, wo ich dann einfach mal meinen Laptop zuklappe, ne, und diesen Wunsch loslasse, unbedingt viele Menschen da im Außen irgendwo weltweit zu erreichen mit meiner Art, die Welt zu sehen, es einfach mal zumache, rausgehe und mich auf die Parkbank setze und mit einem alten Opi, der da sitzt, mich unterhalte über sein Leben, ihm zuhöre, ja, und staune darüber, was er schon erfahren hat in seinem Leben und was er erlebt hat und wie er den heutigen Moment wahrnimmt. Und das habe ich schon öfters erlebt, wie ich da nach Hause kam und ich mich so beschenkt gefühlt habe und so, ja, so zufrieden einfach war. Da war so einfach ein Frieden in mir, der mit einem, weiß ich nicht, Videoschnitt oder Facebook-Post-Tag in keinster Weise unbedingt so zu vergleichen ist. Ne? Und für mich ist es auch wichtig, für euch, für uns nochmal daran zu erinnern, dass das auch Leuchtturmsein ist. Es muss nicht immer, ne, dieses Große sein und diese großen Verteiler und diese Influencer und weiß ich auch nicht. Es ist natürlich toll, wenn wir viele Menschen erreichen. Aber Leuchtturme strahlen auch für die alten Opis auf der Parkbank. So. Ja, zum Schluss der Sendung einfach nochmal, möchte ich nochmal allen Leuchttürmen da draußen sagen, wir sind stolz auf euch. Seid auch stolz auf euch selbst. Was wir hier tun, ist was sehr Wichtiges. Und egal, wie viele wir erreichen mit unserem Licht, allein die Tatsache, dass wir beschließen, jede Nacht wieder dieses Licht einzuschalten, dass die Schiffe nicht an den Klippen zerschellen, das ist was Großartiges. Seid stolz auf euch, wir sind es auch. Danke für das, was ihr da tut. Und diejenigen, die auf dem Weg sind, ein Leuchtturm zu werden,
die es manchmal vielleicht schwer haben, die manchmal geblendet sind von diesem Licht, weil es manchmal vielleicht zu grell ist. Habt Geduld mit uns Leuchttürmen. Wir wissen auch nicht, wie es geht. Wir haben nicht irgendwie Leuchtturm studiert an der Uni oder irgendwas. Wir gucken auch jeden Tag irgendwie, tasten wir uns daran, wie das funktioniert. Habt Geduld mit uns und sagt mal ab und zu einem Leuchtturm, der euch berührt hat, danke. Das brauchen wir von Zeit zu Zeit. Und ja, nutzt gerne den Kummerkasten unten, wenn ihr was schreiben wollt, wie es euch als Leuchtturm geht oder wie es euch geht, wenn ihr auf Leuchttürme trefft. Und sehr, sehr gerne teilt, wie hast du es genannt, radikale Selbstfürsorge. Was tut ihr denn so quasi als tägliche Wartung für euer Licht? Da können wir uns vielleicht schön unten in den Kommentaren austauschen und voneinander lernen, was wir tun können. Wie schön. Ich möchte da noch kurz anschließen, dass ich auch gerne noch alle die Leuchttürme ansprechen möchte, die derzeit sehr, sehr, ja, sehr, sehr down sind, sehr, sehr dunkel sich selbst fühlen und die ganze Welt als sehr, sehr dunkel wahrnehmen. Ich möchte ja euch einfach ganz direkt ansprechen und euch ermutigen, wieder das Licht in euch und um euch herum erkennen zu wollen. Jeder Moment trägt die Möglichkeit, radikal alles zu verändern, was derzeit gerade in dir ist. Also ich möchte, dass du weißt, dass ich und Oliver, wir brauchen dich hier. Du bist wichtig. Ohne dich kann das nicht so funktionieren, wie es mit dir funktioniert. Und wir brauchen dein Licht, wir brauchen dein Wissen, wir brauchen dein Strahlen. Also ja, gib dir einen Arschtritt und entscheide dich erneut dazu. Und ich weiß und ich habe tiefes Mitgefühl mit dir. Es ist nicht leicht, aber trete dir nochmal in den Arsch für deine Kinder, für deine Enkelkinder, für unser alle Nachfolgen und für unseren Planeten, dass du jetzt wieder in Gang kommst und dass du wieder in die Zuversicht kommst und in den Mut, dass es weitergeht und dass wir natürlich gemeinsam immer weiter in das Licht zusammenfinden werden. Und ich würde mich freuen, wenn du dir mit mir zusammen in den nächsten 24 Tagen den Wecker morgens stellst, um von 6.30 Uhr bis 7 Uhr gemeinsam diese Entscheidung zu treffen, dass wir unser Licht strahlen wollen, lassen wollen, für uns, für unsere Familie und für unsere Umgebung. Also wie gesagt, hier unten sind die Links und vielleicht sehen wir uns morgen früh mit etwas zerknautschtem Gesicht wieder. Genau. Danke, lieber Oliver, für dieses schöne Gespräch. Ich danke dir auch, liebe Selina. Ich danke euch fürs Reinschalten. Teilt gerne das Video, wenn es euch gefällt. Und zum Schluss gerne noch diesen wunderschönen Ausspruch von Ram Dass, der mal gefragt wurde, was denn der Sinn des Lebens ist. Und er hat gesagt, letzten Endes bringen wir einander heim. Das ist das, was wir tun. Also bringt irgendjemanden heim heute. Liebe Grüße aus Peru. Danke dir, Selina. Danke fürs Reinschauen. Dankeschön.